Hallo Internet und damit recht herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video, heute aus dem Hause Ericsson mit einer echten 5G-Antenne. Ich würde sagen, wenn ich euch das alles erkläre, was hier in diesem Raum ist, ist die Spannung so richtig groß und gleich geht's los. Es wird unser Leben für immer verändern. 5G von 0 auf 100. Erstmal zu dieser Antenne hier. Dies ist eine Antenne für den Bereich N78, also ungefähr 3500 MHz. Sehr interessant daran sind schon mal die Anschlüsse hier unten. Ganz an der Seite haben wir einen Erdungsport, dann kommt Strom, dann haben wir 4 SFP-Plus-Einschübe mit bis zu 10 Gigabit, wovon dann 3 auch für den Traffic genutzt werden können und eine zur Synchronisation, Steuerung und ähnlichen Dingen. Dann haben wir einen Auxiliary-Port, auch noch zum Einstellen. Des Weiteren haben wir dann LEDs. Das Schöne ist, hier ist auch eine Klappe dran, dass man die nicht sieht. Nur wird die nicht immer verwendet. Ich habe schon so einige Standorte gesehen, wo man von unten die LEDs sehen konnte. Waren aber sehr schön. Und ganz an der Seite haben wir dann noch einen Messport, der dann direkt auf die Antennen geht. Und hier haben wir insgesamt 64 Antennenelemente. Was erstmal, wenn man das so sieht, ziemlich beeindruckend aussieht. Mit dazu haben wir hier auch noch Beamforming und hier unten ist auch noch ein Kasten mit ganz schön viel Technik drin, den wir leider nicht aufschrauben können. Aber das ist halt das, was man sonst als kleines Modul unten zusätzlich an den Funktürmen gesehen hat. Das ist nun inklusive in dieser Antenne mit drin verbaut. Was an dieser Antenne im Gegensatz zu älteren Mobilfunkstandards auch noch auffällt, sind die relativ dicken Kühlrippen hier unten. Der Grund hierfür ist, dass es sich hierbei um eine aktive Antenne handelt. Sowohl die großen Antennenelemente selbst als auch die Technik hier drin erzeugen natürlich eine ordentliche Abwärme. Gut, man könnte jetzt auch auf einen Lüfter setzen. Ich meine, wenn die Antennen so hoch hängen, wird man den ja gar nicht hören. Nur das hat andere Nachteile. Zum Beispiel die Wasserfestigkeit, wenn es regnet. Oder auch die Sicherheit allgemein. Denn solche Lüfter können schnell ausfallen. Und dann wäre die Antenne ja kaputt und wegen einem ausgefallenen Lüfter direkt eine Antenne zu tauschen, wäre für die meisten Techniker auch einfach nur ärgerlich. Deswegen hat Ericsson hier auf dicke Kühlrippen gesetzt, um die Wärme abzuleiten. Jetzt kann ich euch noch was zeigen, was normalerweise nur den Mobilfunktechnikern auf den Funktürmen vorbehalten ist. Und zwar zum Beispiel, wie man solch einen SFP-Port denn einsetzt. Denn es ist nicht so wie bei normalen Switchen, dass man ihn einfach einsetzt, sondern man hat hier klar an Funktürmen, Wasser, Wind, ein richtiges Klicksystem. Ich zeige euch das jetzt mal in einem kurzen Clip, wie man das Ganze einsetzt und man hört dann auch deutlich das Klicken. So, jetzt kommen wir mal zu einer Highbandantenne und wen die 64 Antennenmodule vorhin schon beeindruckt haben, der wird hier jetzt richtig staunen, denn hier drin haben wir bis zu 192 Module verbaut und diese Antenne ist trotzdem deutlich kleiner. Diese Antenne hier bekommt ihren Strom auch über Gleichspannung auf 48 Volt Basis. Das ist einfach dafür gemacht, dass die Netzteiltechnik dann kleiner ist. Man braucht keinen Wechselspannung zu Gleichspannungswandler mehr. Dann haben wir hier auch wieder die 4 SFP-Ports. 2 dieser Ports können sogar schon 25 Gigabit. Wir haben also 2 25 Gigabit-Ports hier dran, die dann massig Kapazitäten zur Verfügung stellen. Diese hohen SFP-Ports werden sogar wirklich benötigt, denn wir können hier schon wirklich sagen, dass man bei 26 GHz mit 800 MHz breitem Spektrum realistisch netto von bis zu 20 Gigabit ausgehen kann. Und was ich jetzt einmal mache, ist, dass ich hier einmal den Deckel anheben darf. Und dann können wir uns die Antennenmodule auch wirklich mal anschauen. Ihr seht davon jetzt nicht so viel, ich blende euch dann mal Nahaufnahmen ein. Und hier haben wir dann wirklich die ganzen kleinen Antennenfelder, wie man dann auch sagt, mmWave. Das ist dann der Millimeterbereich der Antennentechnik, also Millimeter Wellenlängen, was dann auf 26 GHz dem Ganzen schon recht nahe kommt. Interessant ist diese Antenne aber hauptsächlich für den Indoor-Bereich, zum Beispiel bei Veranstaltungen wie der IFA oder Hannover Messe. Bei Zugstrecken wäre eine Kapazität von 20 Gigabit zwar vielleicht wünschenswert,
Aber dennoch würde das nicht wirklich funktionieren, da diese hohe Frequenz durch die metallbedampften Scheiben eines Zuges nicht mehr gut durchkommen würden. So, und jetzt kommen wir auch noch zur Low-Band-Technik. Hier haben wir nun ein Modul, welches für 700 MHz für den Low-Band-Bereich für 5G geeignet ist. Hier ist es so, dass man dann mit dem LWL direkt reingeht. Das wird dann auch zum Beispiel auf dem Masten montiert. Und dann geht es mit Koaxial dann weiter in die Antennen. Und das Schöne ist, hier kann man die Antennen nehmen, wie wir sie heutzutage kennen. Zum Beispiel von LTE B20 oder von GSM früher, wenn man nun bei zwei Anschlüssen, also sprich 2x2 MIMO, bleibt. Wenn man nun auf 4x4 MIMO theoretisch gehen würde, dann bräuchte es vermutlich andere Antennen. Hier ist es allerdings auch noch so, dass man mit diesen Einheiten dann kein Beamforming betreibt. Denn klar, Beamforming ist definitiv ein Argument für 5G, gibt es aber längst nicht auf allen 5G-Frequenzen. Denn im Low-Band-Bereich ist 5G-Beamforming physikalisch einfach nicht so sinnvoll, kann man sagen. Denn Beamforming ist eine Technik, die ja das Signal zum Smartphone lenkt in eine bestimmte Richtung. Und das kann man auf bis zu 1 Kilometer auch wirklich gut umsetzen. Nur muss man sich das mal vor Augen halten, wenn man das jetzt auf 10 Kilometern zum Beispiel realisieren möchte. Denn wenn wir Beamforming auf 10 Kilometern einsetzen, könnte es sein, dass wir da längst andere Stationen haben, Interferenzen, und der Effekt wäre auch nicht sonderlich stark. Man muss ja bedenken, die Antenne muss ja nicht nur senden, das Smartphone muss ja auch zurückkommen. Also es geht ja nie immer nur in eine Richtung. Mobilfunk ist kein Broadcast, nur in eine Richtung. Es geht hin und zurück. Ganz wichtig muss man sich auch hier immer vor Augen halten. Ansonsten haben wir hier auch LWL-Einschübe, Strom, Erdung und natürlich die Antennenanschlüsse selbst. Nun kommen wir zu einem weiteren technischen Produkt und man sieht, hier auf dem Tisch wird es immer kleiner. Das ist jetzt etwas, was ich sogar problemlos in die Hand nehmen kann, nur wenige 100 Gramm schwer. Denn hier haben wir eine Indoor-Einheit für N78, also den Bereich von 3,4, 3,7 Gigahertz, sowohl die Mobilfunkfrequenzen als auch natürlich interessant für die Industrie. Dieser ist ziemlich klein und hat als einzigen Anschluss einen Ethernet RJ45 Anschluss. Es ist aber nicht so, dass man da von seinem Switch aus standardmäßig mit irgendwas mit PoE da reingehen kann, sondern von hier aus geht es erstmal per LAN-Kabel, also Cat6a oder Cat7 Verkabelung, zur IRU. Das ist die Indoor Radio Unit und von dort aus geht es dann erst in das weitere Netzwerk. Also es ist nicht so, dass man das an irgendeinen x-beliebigen Ubiquiti oder HP-Switch anschließen kann. Weitere interessante Eckdaten dazu sind, dass wir 4x4 MIMO haben und es handelt sich hier um eine Rundstrahlcharakteristik. Also sowas wie Beamforming wird hier auch nicht eingesetzt. Diese Einheit hat eine Gesamtkapazität von bis zu 2 Gigabit und das Einsatzszenario ist eigentlich ziemlich WLAN-ähnlich. Die Abdeckung selbst beläuft sich auf 500 bis 1000 Quadratmeter, natürlich je nach Konfiguration und auch je nach Use Case. Wenn wir zum Beispiel das jetzt ähnlich einer HD-WLAN-Installation machen, würden wir natürlich die Sendeleistung runterschrauben, um viele Clients mit viel Traffic zu versorgen, die sich auf enger Fläche bewegen. Aber ansonsten könnte man natürlich auch die Sendeleistung etwas erhöhen, um auch bis zu 1000 Quadratmeter problemlos auszuleuchten. Auch bei diesem Element wurde auf einen Kühler verzichtet. Hinten haben wir auch wieder ein leichtes, kleines Kühlrippensystem. Denn wenn wir nicht so eine hohe Reichweite haben, haben wir natürlich auch nicht so eine hohe Antennenleistung, was wiederum bedeutet, dass die Abwärme nicht so groß ist. Was ich zum Beispiel auch schon häufiger gefragt wurde: Warum soll man denn bitte 5G Indoor nutzen? 5G ist doch eine Mobilfunktechnologie, die doch auf Funktürmen ausgebaut wird. Und für den Indoor-Bereich nutzt man doch WLAN. Und ja, an sich stimmt das auch erstmal und für Privatkunden ist das auch definitiv der Fall. Nur, wie soll das denn in der Industrie aussehen, wenn man Anlagen zum Beispiel fernsteuert? Soll das alles über WLAN laufen? Man muss bedenken, bei WLAN haben wir komplett freie Frequenzen, wo jeder Handy-Hotspot theoretisch schon stören könnte. Bei WLAN haben wir keine Garantie mit Quality of Service und wir können auch nicht so geringe Latenzzeiten immer genau vorgeben. Das haben wir hier mit 5G allerdings anders. Hier können wir Quality of Service Garantien geben. Mit 5G ist es auch möglich, die geringen Latenzzeiten zu garantieren. Und bei 5G kann man auch so konfigurieren, dass man sich keine Sorgen um Interferenzen machen muss. All das sind die Vorteile von Indoor 5G, besonders für die Industrie, im Gegensatz zu WLAN. So, und zum Ende des Videos würde ich sagen, kommen wir nochmal zu der Technik, die mich hier mit am meisten beeindruckt hat.
auch wenn es noch keine fertige Technologie ist, sondern es geht noch so ein bisschen in die Richtung von Zukunftsmusik. Denn an sich haben wir hier einfach nur ein Band. Das könnte ich mir jetzt so im Kopf machen, das könnte ich mir irgendwo hinlegen. Das könnte man an irgendeine Tapete dran machen, wie man hier wunderbar sieht, kann man einfach dahinter installieren. Oder was auch ein Anwendungsfall wäre, wäre hier in einem Kabelkanal einfach drin und zack, ist es einfach verstaut. Jetzt ist nur die Frage, was ist das hier überhaupt? Es ist so, dass wir hier auf diesem Band gedruckte Antennenelemente haben. Und diese Antennenelemente sind nicht nur irgendwie beliebig aufgedruckt, die können wirklich funken. Das bedeutet, man hat kleine Radioprozessoren, die kann man dann da drauf setzen. Man hat die Antennenelemente und fertig wäre das 5G-Netzwerk. Hier hat man dann noch einen Anschluss für ein fortlaufendes Band. Und das ist die Zukunftsmusik. Dass man zum Beispiel auf Messe-Events hinter ein Messeposter, zack, einfach ein Band. Oder in der Industrie, wo man ja wirklich sehr oft sehr große Kabelkanäle hat, hey, hinter den Kabelkanal, 5G-Installation. Das ist alles noch denkbar und das ist die Zukunft, von der wir dann in 3 oder 5 Jahren mit mehr Details rechnen können, was alles noch ganz am Anfang in der Entwicklung liegt. Aber so an sich finde ich das schon mal sehr beeindruckend, denn wir haben wirklich einen Anschluss, fortlaufendes Band, die Prozessoren drauf, hier sind die Antennenelemente drauf, die von der Größe auch zu den richtigen Antennen passen. Ich blende euch mal ein Beispielbild ein. Und das ist dann die Zukunft, zum Beispiel auch über 5G. Und das Beste daran ist, es handelt sich auch noch um ECT-Technologie, also Edge Cutting Technology. Ich kann euch das Ganze mal vormachen. Man hat hier wirklich das Band. Und ich kann dann wirklich sagen, hey, ich brauche genau 25 oder genau 30 cm und dann schneide ich einfach durch, mache an der einen Seite meinen Anschluss dran, an den Antennen jeweils den Radioprozessor und fertig wäre das genau genutzte 5G-Netzwerk. Man muss nicht schauen, hey, habe ich genug Platz für die Antenne, sondern die Antenne passt sich dem Platz an. Und das wird wahrscheinlich die Zukunft von 5G sein in 3 bis 5 Jahren, vermutlich eher für die Industrie. Ich persönlich finde das Ganze sehr beeindruckend. Ich habe das heute hier jetzt zum ersten Mal gesehen. Und ich würde sagen, mit diesem faszinierenden Lachen in meinem Gesicht beenden wir das Video. Ich muss mich einmal wirklich bei Ericsson bedanken, dass ich einmal hier sein durfte, mir die ganze Technik anschauen konnte und euch auch zeigen konnte. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir die gerne unten in die Kommentare. Ich habe eine ganze Menge Infomaterial noch mitbekommen. Vielleicht kann ich dadurch noch die ein oder andere Frage beantworten. Ansonsten würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Abo-Gelaber kennt ihr sowieso und wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Macht euch noch einen schönen Tag und tschüss Internet.